Kathi Hummels steht neben mir. Kathi, du hast ja eine eigene Kollektion für Angermayer auch. Woher kommt diese Faszination Dirndl für dich? Also ich bin ja gebürtige Münchnerin, Bayerin und bin mit der Wiesn aufgewachsen, auch mit Tracht. Viele Hochzeiten schon erlebt in Tracht und seitdem habe ich einfach diese Liebe auch zu Dirndl, auch zu Lederhosen. Und deswegen ist jetzt ein großer Traum für mich in Erfüllung gegangen, dass ich zusammen mit Angermayer eben meine Kollektion machen durfte. Wie bist du da rangegangen? Also hast du selber überlegt, welche Dirndl trage ich gerne oder hast du es nach Farben, nach Stoffen gemacht? Woher kam deine Inspiration? Also ich habe schon immer so ungefähr was im Kopf, was ich persönlich gerne mag. Dann war ich auf der Stoffmesse, habe mir alle Stoffe angeschaut, habe alles angelangt, weil ich auch die Haptik immer sehr wichtig finde. Und dann habe ich mir überlegt, was schaut gut aus, was könnte zusammenpassen und natürlich auch versucht, einen roten Faden durch die Kollektion zu spinnen. Und ja, so sind dann meine Stücke entstanden. Hand aufs Herz, wie viele Dirndl hast du zu Hause? Schwierige Frage. 15. Das geht ja. Ja, ich habe nicht so viele. Also ich kriege sehr, sehr viel geschenkt, aber ich kann alles gar nicht behalten. Und dann schenke ich auch gerne mal was weiter oder oft gebe ich es auch einfach zurück, weil ich habe gar nicht so viel Platz. Und worauf freust du dich am meisten auf der Wiesn? Was ist dein Highlight auf der Wiesn? Ja, jetzt gerade ehrlich gesagt habe ich mich aufs Essen am meisten gefreut. Ich hatte gerade schon Blaukraut, Obatz, da Hähnchen, Brezel. Und jetzt bin ich auch wieder entspannt und glücklich. Ich mag einfach die Atmosphäre. Also ich genieße alles. Ach ja, Schokofrüchte hatte ich auch noch. Dann essen wir jetzt noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Und ich gebe zurück an Alex und Marion auf die Empore.